Magical Labyrinth. Ja, leck mich doch am Zückerli. One Piece Game Boy Baseball Spiel. Ich guck mal. Habt ihr eure Weihnachtstage schon verplant? An den Weihnachtstagen werden wahrscheinlich viele streamen. Aber egal, wenn ihr Bock habt. Was mit Pokémon? Da habe ich schon was vorbereitet. Das spielt sonst niemand. Da kriegst du bestimmt eine gute PB. Okay. Nuzlocke, Soulink und Stream hätte auch was. Ja, ich erinnere mich da an eine Zeit mit einem gewissen Dragomir. Die Emerald Nuzlocke, die hat sehr viel Spaß gemacht. So, grundsätzlich. Smaragd ist schon ein sehr gutes Pokémon-Spiel. Das sollte man schon mal gespielt haben. Ohne Witz. Ah, okay, wir machen's. Das ist letzter Try. Keine Donnermonster, das ist echt schwierig. Aber die restlichen Karten sind gut. Esse die besten Kekse der Welt. Boah. Okay, dann ist mir schon klar, warum da nichts ist. Okay, wenn der Try nichts wird, dann mach mal Feierabend. Soulink Speedruns? Oh, Soulink Speedruns. Ha. Es gibt ja auch Nuzlocke Speedruns, wo man dann folgendes System entwickelt hat. Man startet mit einem Timer von 5 Minuten in einem Speedrun. Und der zählt runter, ja? Wenn der Timer auf 0 ist, hast du verloren. Es kommen die normalen Nuzlocke-Regeln in Kraft, ja? Also darfst nur auf der ersten Route, darfst nur auf jeder Route das erste Pokémon, das du begegnest, fangen. Und wenn dein Pokémon weg ist, stirbt es. Also das darfst du nicht mehr benutzen. Was man alternativ noch machen kann, ist Pokémon fangen, um den Timer zu erhöhen. Pokémon fangen und releasen. Jedes Mal, wenn ein Pokémon aus der Box freiwillig released, also freilässt, kriegst du 5 Minuten auf den Timer gut geschrieben. Für jedes Pokémon, das du freilässt. Ich finde, das ist ein echt cooles System. Ich muss gerade überlegen, was ich hier spiele, aber egal. Yu-Gi-Oh! Nuzlocke, wie willst du? Immer wenn eine Karte vom Gegner zerstört wird, muss sie aus dem Deck raus. Oh Mann! Oh, Yu-Gi-Oh! Nuzlocke. Oh. Stelle ich mir interessant vor. Das könnte man was draus machen. Yu-Gi-Oh! Nuzlocke. Aber wie willst du das machen mit Zauber- und Fallenkarten? Weil wenn du die einsetzt, gehen die ja auch auf den Friedhof. Dann müsste man ja sagen, hey, alle Karten, die auf den Friedhof gehen, die sind dann weg aus dem Deck. Die darfst du nicht mehr nehmen. Schwierig, sowas. Yu-Gi-Oh! Nuzlocke. Moinsen, Golden Rego. Willkommen. Ja, wenn der Donnerdrache weg ist, dann ist es ganz vorbei. Und das passiert leider sehr häufig. Ach, ich weiß gar nicht, wie das in Forbidden Memories funktionieren sollte. Das kann ich mir echt sehr, sehr schwer vorstellen. Dann all sein Material auch, wahrscheinlich. Boah, keine Ahnung. Also, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Yu-Gi-Oh! Nuzlocke. Ah. Es klingt interessant erstmal. Die Idee ist nicht verkehrt. Nur wie man es umsetzt, ist die Sache. Und dann der Artec-Moment. Oh. Scheiße. Stimmt. So viele Karten, die dann weg sind. Wow, was habe ich denn hier für einen Mist? Ja komm, lasst uns Insect Soldier starten. Los geht's. Das ist halt vor jedem Duell farmen. Wo dann die ganzen Karten beim Farmen auch kaputt gehen. Das ist eine gute Idee. Gute Idee, das zu machen.
Oh, wie soll das funktionieren? Yu-Gi-Oh! Nuzlocke. Nein, mein Insect Soldiers of the Sky, der ist jetzt weg. So, aus dem Deck entfernt. Ja, los, Mushroom Man, auf geht's. Ist nicht gerade vielversprechend, was ich hier habe. Einfach nur die Monster aus, die aus. Die besiegt werden oder durch Fallen zerstört werden. Musst du nach jedem Deck-Edit dann machen. Kann man echt überlegen. Aber sobald eine deiner guten Fusionen weg ist, ist die für den Rest des Spiels weg. Schwierig. Vielleicht geht das. Vielleicht. Das wäre dann zum Glück auch etwas, was man nicht speedrunnen müsste, sondern man macht das als Otto-Normal-Playthrough. Dann geht das. Ich frage mich, ob das auch irgendwie bei anderen Yu-Gi-Oh!-Spielen, oh Gott, funktioniert. Mach die mal raus. Okay, ja, Dragon-Zombie nehme ich. Nemoriko bitte. Blast-Juggler ist gut. Urabi. Und I guess the Bewitching Phantom Dude ist auch okay. Weiß gar nicht, was ich jetzt sonst noch habe. Ups. Ich glaube, ich habe Papapa und eine Equip. Ja, nice. Let's go, Mysti. Auf geht's. Ja, bei Fusionsmaterialien wird's ein bisschen, naja. Ich meine, gut, wenn das Fusionsmonster dann aus dem Spiel entfernt ist, ja, also so ganz raus, dann ist es ja mit den Materialien egal. Du kannst nun mit denen dann nicht mehr die Fusion machen. Weil kannst du das Material auch ganz in Ruhe lassen. Das geht ja auch. Dann müssen wir es nicht allzu hart machen. Stehse. Das ist fast gut. Ja, okay, machen wir einen kleinen Barvelos. Das ist auch in Ordnung. Was liegt denn da? Protector of the Throne. Gut. Bean Soldier? Nee, ich möchte gerne den dicken Kürbis machen. So, Sub 9 Minute Weevil ist okay. Sogar ein schöner A-Rang. Den nehme ich gerne. Es gibt mir Jirai Gumo. Prevent Red. Kein Jirai Gumo, aber ein Thunder. Das ist gut. Das ist gut. Dancing Elf. Nee. Happy. Hoshiningen und den nehmen wir auch raus. Und die zwei nehmen wir auch raus. Wilmy bitte nicht. Faithbird ist gut. Ja, der Rest kann mir gestohlen bleiben. Okay, wir haben unseren ersten Thunder. Erster Thunder, endlich im Deck. Ein Horn nimmt er, glaube ich, nicht. Esse Käsekuchen, ich bin happy. Based. Kann ich gut nachvollziehen. Käsekuchen ist schon Poggers.
Überlege, was ich heute Abend noch esse. Ach nee, ich habe ja schon gesagt, ich mache ein Süppchen, so. Nicht viel überlegen, einfach machen. Und zwar den hier im Pluto legen, Angriff! Oh, Fairy of the Fountain Start bei Mai, das ist slow. Okay, weiter geht's. Nee, wir machen nicht die Snagge. Wir machen Hyosube. Nee, 1500. Stark. Der Weather Poops. Ich glaube, der Weather Report ist so das Spirit Animal von dem Speedrun Dalaran. Der Weather Report, der pupst alles an, weil alles richtig scheiße war. Scheiße. So, wir haben eine Minute gespart bei... Yep. Edition von Rocket Beast Leuten war wunderbar. Oh ja. Ich konnte den leider das Tatsunoshigo nicht zeigen. Aber da hätte ich noch gerne gesehen, wie sie darauf reagieren. Manche Artworks sind doch total crazy. Haben wir irgendwas krasses gekriegt? Blue Winged Crown und Marvelous und Pale Beast und Faithbird. Lucky Trinket raus. Gull Servants, die können auch raus. Pale Beast, Faithbird. Und ich will noch Platz haben für Marvelous, dann kann der... Oh, ich habe eine Dragon Statue. Oh Gott, lass Exarion das nicht sehen. Aber es zählt als Drache. Hallo Bouncer, willkommen. Es zählt als Drache. Nun muss man da beim Fusionieren ein bisschen aufpassen. Wir wetten, da kommt jetzt was richtig krasses aus. Pass auf. Ja. Nice. Das hatte ich geplant. Shit, er greift an. Ich meine, sie. Ich meine, er. Nee, er. Wir sind bei Keith. Da wäre eh nichts Cooles rausgekommen. Ja. Nein. Ach, ja, das war dumm von mir. Okay, jetzt fange ich an, wirklich zu werfen. Ist das ein Sword Arm of Dragon? Oh, tatsächlich? Der Winged Dragon auf irgendwas mit einem Schwert macht Sword Arm? Ha. Huh. Interessant. Zeit für Darkhold. Mal alles weg. Mir hat richtig am Jieten. Jetzt geht's los, Mann. Was zum Verteidigung? Ey, Mann, Flower Wolf, los geht's, Attacke. Nein! Nicht der Blocker! Das ist echt nicht gut. Noch was im Mond. Bitte nicht noch ein Blocker. Das finde ich echt scheiße. Komm, mach mir den. Mach mal den, ist bestimmt gut. Ist das ein Blocker? Ist es noch ein Blocker? Ja, damit geht die ganze Zeit wieder flöten. Cool. Ja, hier war richtig. Hey. Ich beschwöre meinen treuen Diener, den mystischen Djinn der Lampe. Alles klar, Steffi. Schön, dass du da warst. 40 Monate schon. Unfassbar. Okay, jetzt gehen wir langsam in Richtung Sieg. Doch mal. Aber der gute Timesave ist leider verloren gegangen. Das ist ein bisschen unschön. Ich meine, das müsste reichen. Na? Ah, da ist er wieder. Ups, Attacke.
Ja, da habe ich echt viel Zeit verloren, Mist. C-Rang, ugh. Das ist in der Tat ein Seepferd, ja. Nein, Chat, das ist eine Krabbe, würde Holly jetzt sagen. Seht ihr das? Hufen sind eindeutig Krabben. Hier, ne? Krabben haben Hufen. Doch eindeutig. So, hast du mir was gegeben? Tatsächlich ein Dragon Zombie. Ich bin begeistert. Und sonst, naja, Fire Reaper ist okay. Kann ich noch, ist okay. Dragon Zombie. Komm, Mechanical Chaser geht auch noch. Aber keine Thunders. Schlecht. Das nehme ich. Das ist zwar dann der dicke Kürbis, aber ist okay. Ja. Gibt wahrscheinlich gar nichts, oder? Oh doch. Lord of the Lamb. Los, Griggle. Gruesome Goo! Hallo, Torkeeper. Mann, hast du einiges verpasst. Willst nicht wissen, was heute alles passiert ist. Oh, Drawlbird ist immer noch im Deck. Cringe. Mach mal den erstmal weg. Du bist der De- Oh. Das möchte ich auch sehr gerne glauben, aber danke. Ich freue mich. Ich freue mich, dass die Runs bei dem Germanch-Event richtig gut geklappt haben. Oh, Leute. Garvas? Ja, nice. Da haben wir beide eine schöne 2-19 hingelegt. Mit einem Jono-Duell. Paar 3D-Battles. MBD und Skull Knight im ersten Meadow Mage Drop. Kann man echt machen. Das freut mich. Freut mich. Ich bin auch sehr froh, dass das noch stattgefunden hat. Also. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, die Jungs haben auch nochmal Bock auf was anderes. Also Pokémon Trading Card Game könnte ich mir auch noch vorstellen. Da ist halt nur die Frage, weil der Run halt ein bisschen hektisch ist, ob die da richtig Bock drauf haben. Also ob das wirklich sowas Gutes zum Zeigen ist. Ich schicke aber nochmal was rein. Wow, nichts. Einsenden kann ich immer, das ist korrekt. Das ist absolut richtig. Einfach heftig ballern, so sehe ich es auch. Und dann komme ich beim nächsten Mal einfach mit Duelist of the Roses. Weil wenn das ja einige Leute echt so gut feiern, kann man wirklich schon darüber, ne, darüber reden. Gott, ist das alles mies hier. Schmeiß mal weg das Zeug. Nochmal FM und dann Sub 1.30. Was wär's?
Ich würde es feiern. Ich würde es feiern. Ja, mal gucken, ob die mich nochmal lassen. Hallo? 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 So. Mach mal bitte den hier. Okay, das hat funktioniert. Ein Glück habe ich den in Pluto gespielt. Gibt es Rechef of Destruction Runner? Wie sich das als Vanilla antun? Da machst du RNG Manip. Das tust du denn nicht als voll Vanilla ran. Nee, das funktioniert auch nicht. Ja, also für Playthrough machst du Manips. Und ansonsten hast du halt noch diese Hall of Eternity. Oh mein Gott. Mathemann hat zugeschlagen. Oh Gott, das war ein Goldbakura. Willst du mich eigentlich vollkommen auf den Arm nehmen? Ja, das war noch ein S-Rang, Vollidiot. Oh. Gut gemacht, Wurst-Peter. Aber es war schnell. Nehme ich. Ich zerstöre. Ich habe das ja hier on stream im Playthrough gespielt, aber das ging ohne Cheats gar nicht. Time Wizard, hey! Umi! Ja, bitte! Umi? Ja, bitte! Time Wizard, Umi, Luna Queen können wir auch reintun. Ja. Gibt's davon Wots? Sollte noch auf dem Kanal sein. Sollte noch. Ich überlege. Oh Gott, warte, das darf ich nicht verkacken. Ich dachte, das darf ich nicht verkacken. Also Twitch-Wots gibt es auf jeden Fall noch. Alternativ gibt es sie noch auf meiner Platte. Und da hatte ich mir schon vorgenommen, dass ich die zu Episoden verarbeite. Vielleicht mache ich das nach. Wie wäre das, wenn ich so ältere Streams... Oh Gott. Ja. Oh, okay. Nee, hat sich... Nee, scheiße. Oh, das ist scheiße. Nee, da muss ich auf Darkhold hoffen. Ach, so komme ich nicht weiter. Holy shit. Das ist ein richtiges Uf. Wenn ich so Streams, die 2-3 Jahre alt sind, dann in Videos verpachte und dann auf dem Kanal hochlade. Ich müsste das halt jedes Mal mit der... jedes Mal so markieren, dass man sieht, hey, das ist ein älterer Stream. Aber ich wollte das unbedingt mal hochladen und dann zeigen. Ich meine, oh, geht das theoretisch. Das ist nicht so gut. Ups. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht überlebe ich einen Zug noch. Datum in Titel packen. Ja, ich will es nicht als Wort komplett hochladen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, scheiße. Ich lebe noch mit 500, aber dann bin ich tot. Heißt, im nächsten Zug, selbst wenn ich Darkhold mache, werde ich wahrscheinlich sterben. Look at this. Ja. Jetzt tun, Alligator. Ich hätte es gefeiert. Fake Trap? Oh, nee. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ah. Ja, ich wollte B drücken. B. Ah, die KI wieder Premium. Oh Gott, ich habe mich fast selber gekillt. Oh, nee. Ist anders der Wurm drin. Das Sunchicken wollte ich auch gerade nicht machen. Klatsch 100, ist wirklich so. Ah, ja. Natürlich. Muss auf Toilette.
Ich habe mit 100 Lebenspunkten gewonnen. Ich sollte einen Preis dafür kriegen. Scheiße, Brady, was passiert? Da spreche ich gerade davon und dann kommt der Drago einfach hierher. Na? Drago, du möchtest nicht wissen. Du möchtest nicht wissen, was passiert ist. Heute schon, generell. Es war der absolut größte Absturz überhaupt. Ich wurde richtig gebaitet. Na, ihr? Ich hoffe, ihr hattet wenigstens Spaß. Mensch, Labyrinth, ja, so eine dumme Scheiße. Scheiße, Brady, was passiert? Oh Gott, und Dani kommt auch noch. Ich gehe kaputt. Sekunde, Leute, ich muss eben was Wichtiges machen. Zum Beispiel Drawbird mal rausschmeißen. Um Dreckskack. Habe ich noch irgendetwas Blödes? Happy Lover. Nein, hier sind wir nicht happy. Raus mit dem Zeug. Kein Mensch. Ja, komm, wie mein Deck ist nicht bereit. Doch, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind bereit, um zu verlieren. Ein Bananasplit? Ja, meine Banane ist richtig gesplittet. Die wurde heute richtig gesplittet. Oh, Junge. Actual THGD Start. Ich gehe kaputt. Drago hat das Race mit neuer PB gewonnen. Ernsthaft? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist ja natürlich eine erfreuliche Nachricht. Also, ja, ist ja einmal Clap in Chat. Das ist ja schön. Das ist super. Ich würde mich ja gerne mehr freuen, aber ich bin hier gerade ein bisschen... Ich hab eine kleine existenzielle Krise. Um 20:30 bin ich nicht mehr live, Torkeeper. Sorry. Guck mal, Drago so beschäftigt. Ah, da, guck mal. 6 Stunden SMM460 gegrindet. Sum of Best deutlich verbessert. PB um 3 Sekunden. Wow. Jetzt bist du platt. Ja, Gönnung. Absolute Gönnung. Ja, Drago, was ist heute passiert? Unser erster Run war fast PB. Mit 1, ich glaube, 27 wäre es gewesen. Aber Nightmare hat nicht gegönnt. Wir hatten dann bei Pegasus, die A-Tech war absolut based. 2 Bright Castle, 2 Megamorph, eine Crush Card. Und wir sind durchgeraten. Warum habe ich einen S-Rang gekriegt? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Warum habe ich jetzt einen S-Rang gekriegt? Habe ich so wenig Fusionen gemacht? Pegasus, ja, ist der absolute. Junge, Junge, nicht wieder Nightmare. Ja, das hat richtig wehgetan. Der hat richtig getan, aber... Naja, immerhin habe ich Drachen gekriegt, so ist nicht. Komm, wisst ihr was, schmeiß mal alles raus. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, rein, rein. Rein. Umi, ja, Umi ist schon drin, alles cool. Den Dragon Zombie. Oh, 2 Stück habe ich sogar. Gut. Eigentlich lag es mehr am Deck als Nightmare selbst. Ja, nee, Nightmare war im Normal Mode. Startet MBD, aber ich habe recht scheiße gezogen. Und das nagt noch ein bisschen an mir. Das ist jetzt der dritte Run, den ich heute mache, aber der läuft auch schon nicht gerade prickelnd. Aber jetzt haben wir Mysti, deswegen läuft es jetzt deutlich besser. Pass auf. Mir scheißegal, dass der Nachteil ist. Merkur ist Liebe. Ja, das Deck dachte sich richtig, komm. 2 Megamorph? Nee, wir wollen nichts Gutes ziehen. Heute ziehen wir nichts Gutes. Ist nicht drin.
Hat Spike Zero eigentlich ein Horn? Ich weiß es nicht. Guck mal, das will ich sehen. Grind ich im Moment auch, will ja vorbereitet sein für unser Race. Apropos, wann machen wir das denn? Ne? Steht ja immer noch im... Oh Gott. Steht ja immer noch im Rahmen. Einmal 5 Card gegen 15 Card. Wobei, ganz ehrlich, wenn du doch so wie... wenn du dich doch so sehr vorbereitest, müssten wir beide doch eigentlich 15 Card spielen. Dann ist das doch ne, für dich doch keine Herausforderung mehr. Es soll ja fair bleiben. Und dann mache ich 5 Card einfach separat als Run. Nehme ich mir die Zeit dafür. Hey, noch knapp im Minus. Wer sagt's denn? Ja, richtig wilde Races. Poggers. Blackland Fire Dragon. Meine PB ist immer noch bei 2,37. Na gut, unter 3 Stunden. Das kann man. Kann man machen. Richtig wild. Gott, ich will ja nichts sagen, aber so langsam drückt die Blase. Das ist nicht gut. Deswegen muss ich jetzt schneller runnen, damit ich schnell auf Toilette kann. So. Genau so machen wir das. Jetzt bin ich mal gespannt, was die ATEX gleich sagen. Ob ich nicht wieder eine verhunze und ich muss mich anders hinsetzen. Oh Gott. Ja, nein, es wird jetzt nicht. Ich habe kein Wasser mehr. Ich kann es nicht einlösen. Warum gehe ich schon wieder rein? Ich bin so doof. Ich habe auf den Chat geguckt. So. You dare resist me? Ja. Oh, oh, sehr viele Dragons. Oh, Dragon Capture Jar. Und erste Trapper sogar ein paar Stück. Ich glaube, es war sogar... Hatte ich einen Time Wizard? Ja, natürlich. Ja, der wird sich gegönnt. Zumindest für jetzt. Werden wir wahrscheinlich gleich wieder rausschmeißen. Aber ich habe sehr viele Durgans. Ich glaube, ich habe bestimmt 12. Weiß gar nicht, ob Horn of Light hier funktioniert. Ich glaube nicht. Nevermind, doch. Alles klar. Ja, dann nur noch Karten rausschmeißen und alles ist gut. Ich wollte eigentlich nicht so viele Fusionen machen. Lass uns bitte weitermachen. Okay. Nächster Zug, Twin-Headed und wir haben gewonnen. Hab übrigens ein Thunder mehr. Oh, perfekt. Darkfire Dragon, mehr Dragons. Wir haben genug Dragons, wir brauchen keine Dragons. Gehen wir weiter. Zeit für Jono 2 Duell. Alles klar, nach dem Stream gucke ich nach. Wie gesagt, das hier ist der letzte Run für heute.
Zwei Dankfires, aha. Okay, dann mache ich einen rein und schmeiß dann die zwei raus, damit ich die zwei reinschmeißen kann. Weil es ist ja gut, dass ich die zwei DCJs habe. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ich habe hoffentlich nichts falsch gemacht. Ich habe einen Time Wizard noch drin gelassen. Das war ja gut, nicht optimal, aber nimmst du. Also egal, ist jetzt Zeit, nochmal Artex zu machen. Gucken wir mal, wie es funktioniert. Warum lässt du den Imploto? Bist du eigentlich vollkommen von allen guten Geistern verlassen, Großpeter? Eieieiei. In die erste Falle, das ist gut. Oh, das ist das Horn of Light. Wie gesagt, das ging. Ja, der hat ja tatsächlich ein Horn. Bin begeistert. Noch einer, ich fasse es nicht. Illusionist Faceless Mage. Warum? Mensch, Pegasus, spiel doch mal was Gutes. Spiel doch mal Forbidden Memories und am besten auch richtig. Okay, Schaden ist angerichtet. Unhold, theoretisch müsste das funktionieren. Tatsache, ich bin begeistert. So, brauche ich noch mehr Schaden? Falle und Equip ist aktiviert, das heißt Umi muss noch und dann die Fusion. Ja, das ist ein bisschen yikes. Ah, hätte ich gar nicht machen müssen. Braucht keinen Effective Attack mehr. Das ist okay. Hab jetzt schon 4 Stück. Aber ein paar große Monster brauche ich definitiv noch. Was hatte ich gerade? Kann ich gleich machen. Okay. So, Effective sind drin. Haben wir jetzt 5 Stück anstelle der eigentlichen 4. Okay, perfekt. Dann haben wir noch einen Zug. Und dann ist die A-Tech durch. Wenn es gut läuft, kommen wir mit der vielleicht durch. Das wäre ja fantastisch. Hoch auf Illusionist Faceless Mage. Der dritte. Ja. Machen wir so. So, normale Zauber aktiviert und wir greifen an.
Los geht's. Okay. Wollen wir mal was verkriegen. Eine Megamorph, zwei Widespread. Okay. Gut, gut, gut. Sonst noch nichts. Machen wir die zwei Widespread rein. Ist okay. Wir haben sonst nichts dabei gekriegt. Eine Megamorph, zwei Widespread. Und ein Umi war das, glaube ich, noch dabei. Ah, es könnte ein Fehler gewesen sein. Ne, das passt. Okay. Ein Oscillo Hero wäre gut, wenn er den noch bringt. Den hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er den angreift, aber okay, nehme ich. Oh boy, Dann so. Das ist weak. So ein Bastum von mir, den Donnermonster einfach wegzuwerfen. Hey, Dice Armadillo. Ich brauche jetzt einmal ein großes Monster. Besser ist es, wenn ich das habe. Ist auf PS1 ist Emulator. Ist ein Emulator, der PS1 emuliert. Big Monster. He really big. Okay. Nee, machen wir es. Ich habe gesagt, ich mache es richtig. Also so und dann weg. Dankeschön. So, genug Schaden habe ich ja schon. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt keine schwachen Monster erstmal mehr hinlegen, es sei denn, kommt noch Widespread. Ich krieg keine Widespread. Mehr als eine Karte geht das nur auf. Ja, das ist durch eine Mod. Das ist gemoddet. So, oh, guck mal. Da habe ich ein paar von denen. Das ist doch schön. Warte, was hat er angegriffen? Ach, hat mir Bikuri-Box angegriffen. Das ist auch okay, ist auch okay. Nehme ich auch. Stimmt, die Equip muss ich auch noch machen. Das darf ich nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. So. Die Effekte sind drin. Umi muss auf jeden Fall noch face down. Ich greife jetzt einfach mal an. Ja, du kommst hier mit Fragen. Ja, der ist kostenfrei. Nur wo du den findest, musst du selber googeln. So. Glaub nicht, dass der ein Horn hat. Deswegen muss ich die jetzt so wegschmeißen. Das passt. Machen den weg und alles ist gut. Dark Hole. Oh, hier haben wir unser Ding. Okay, die Equip ist drauf und Umi liegt da noch. Dann haben wir das gleich auch geschafft. Sehr schön.
Ist ein bisschen unschön mit den Donnermonstern, die wir aktuell haben. Die fehlen mir leider gerade wirklich. Machen es so. Das ist schön. Okay. Zack, zack, zack. Das reicht erstmal. Ich hätte es noch... Eine Fusion hätte ich noch machen können. Egal. Nicht schlimm. Das sollte definitiv jetzt die A-Tech geben. Mal kurz gucken, was wir kriegen. Bestimmt nichts Besonderes. Nevermind. Entweder waren es ein oder zwei. Sicher, dass es zwei waren? Ja, ich weiß nämlich nicht, ob ich einen zu viel gedrückt habe. Nee, das war kein Vanilla Drop Megamorph. Dann könnten das zwei gewesen sein. Das wäre natürlich fantastisch, aber keine Donnermonster, das ist ganz, ganz schlecht. Hast du dich bei dem Speedrun-Dale gesehen? Cool. So, Sardine. Gehen wir. Es ist Zeit für Speed. I am Speed. Okay, wir haben tatsächlich drei Megamorph. Tu dir das mal weg. Die wollte ich aber nicht wegtun. Gut. Haben wir jetzt drei Stück drin, nehme ich. Harpy's Feather Duster, DCJ haben wir zwei Stück. Wir hätten da schon von Anfang an zwei Stück. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Machen wir ein paar Durgans rein. Ich habe genug Durgans. Wir machen ein Pflanzenvieh rein. Da, so. Drei. Ah, ich habe die... Ach, stimmt. Ich habe das Unicornhorn. Das habe ich nicht mehr reingepackt. Das war vielleicht nicht so gut. Von wem bekommt man Schloss des Lichts vom Pegasus auf Artek? Den ich gerade gemacht habe. Okay, dann greift nicht an. Kaminari Attack regelt. Das finde ich schon wieder nicht so gut hier. Tatsächlich macht mir jetzt das Pflanzenmonster ein bisschen zu schaffen. Finde ich nicht gut. Schmeiß ich gleich wieder raus. Es gibt sehr viele zu. Ja, sehr viele. Halt die, die du brauchst. Komm, Chat regelt das. Chat antwortet für dich. Ich muss mich hier gerade konzentrieren. Guck, dass ich hier nicht noch irgendeinen Spielfehler mache. Reicht das? Ja, wunderbar. Natürlich, der reicht. Was frag ich denn? Ja, Horn of Light kommt jetzt gleich wieder rein. Pflanzenmonster kommt raus. Weiß auch nicht, warum ich das rausgetan habe. Das war dumm von mir. Okay. So, die Vorspeise ist erledigt. Kommen wir zum Hauptgang. Ah, natürlich nur ein B. Ja gut, weil ich die Falle gespielt habe. Wo ist die Equip? Wo ist die? One of Light. One of Light wo? Modcheck? Weiß gar nicht, warum habe ich die zwei Widespreads jetzt noch drin? Naja. Nicht schlimm, dann sind die jetzt erstmal drin. Das ist
Ja, ist okay. Das soll jetzt erstmal okay sein. Ja, Merkur sollte passen. Ist, wenn er eine Wand spielt, ist egal. Und wenn er... ja, okay, passt. Sehr gut, danke. Megamorph regelt. Das ist allerdings nicht so cool. Startet Roaring. Ocean Snake. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, mach's gut. Ich bin schön, wie immer sagt, der Kleine. Der kleine Magier der Berge. Der ganz kleine. Wow, ja, und jetzt ist mein Drachenmonster natürlich weg. Denkt sich so, ja, brauch nichts mehr. Feiern. Muss alles Mögliche machen für eine Art. Ach, Chat, mach das. Mach jetzt hier erstmal Dampf. Gehen wir rein. So, guck mal. Ist Smol. Ist richtig Smol. Bei all dem Wasser muss ich echt... Langsam kann ich es nicht mehr aushalten. Schwierig. Aber ich bin schon so schnell, wie ich kann. Wurde 70 Mal besiegt, bis ich Meteor B3... Okay. So. Guck mal, ganze 48 Sekunden. Das ist ein schöner B-Rang. Vielleicht gibt's Thunder Dragon, nehme ich. Brauche ich nämlich auch so langsam. Machen wir als nächstes den Mountain Shrine. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Thunders. Tatsächlich Thunder Dragon, sehr gut. Nehmen wir Psychic Capper raus. Jetzt haben wir ganz oft Omi. Und ich finde, das ist jetzt gerade eine gute Möglichkeit, den zu spielen. Ach, was bin ich eigentlich für ein Dösling? Ich vergesse jedes Mal die Pflanzenmonster hier reinzumachen, wenn ich nicht so gute Karten habe. Mit zwei Donnermonstern ist das echt fies. Startet Curse Off. Okay. Hier, Bruder. Ach ja, super. Komm, ich lasse jetzt einen Drachen in der Hand, damit ich wenigstens was zum Fusionieren habe gleich. So ist auch schon wieder Blödsinn. Komm, die Megamorph hau ich jetzt drauf, ist okay. Hinterher passiert noch irgendein Unglück. Eigentlich nicht, aber... You never know. Wenn da jetzt Schwerter liegen... Nicht so schön. Dino-Kekse mit Schokostückchen. Ja, das glaube ich dir, Stereo. Dino-Kekse? Gerne. Auch mit echten Dinosauriern? Anatomisch getreu? Wehe, wenn nicht. Selbst geschossen. Oh Mann. Dinos schmecken wie Hühnchen. Sollen die tatsächlich? So sind die also ausgestorben. Stereo hat sie alle erledigt. Die Betsy ist doch, ernährt sich doch vegetarisch.
Wait. Wait. Guys. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Fuck. Mit allem habe ich gerechnet, aber damit nicht. Aber ist das nicht, Moment, ist das nicht schon das zweite Mal, dass der MBD spielt? Wir erinnern uns doch noch an den 4000 angriffsstarken Komori-Drachen. Scheiße, warum spielt er jetzt MBD? Ah, und Beastgal hinterher, natürlich. Cool. Nee, er läuft, läuft. Ist, ich würde mich ja gerne darüber auch noch freuen, aber... Wobei, habe ich dann jetzt nicht gewonnen? Doch, den habe ich jetzt gewonnen. Ach, never mind. Zwei Donnermonster, sage ich nur. Zwei Donnermonster. Muss den zuerst angreifen. Wusste bis heute nicht mal, dass sie den hat. Es ist extrem selten, dass sie den im Deck hat. Und heute schon zweimal. Kannst du dir nicht ausdenken. Vor allem, hätte ich den in Neptun gespielt, wäre es kein Problem gewesen. Mein Dschungelkönig. Einfach in Neptun und dann hätte ich gewonnen. Ich dachte auch, Skulldragon wäre der stärkste. Deswegen habe ich mich davor ein bisschen gefürchtet, weil der mich auf jeden Fall weggesnackt hätte. So, was kommt jetzt? Ah, nochmal Beastgal, natürlich. Wow! Megasauger! Schon sehr dreist von dem Spiel heute wieder. Ekelhaft. Ach, und jetzt auch noch Sanga. Mhm. Speedrunner würde jetzt sagen, that never happened before. Ja, schon. Von wem hat man nochmal Beastgal? Nein, kriegst du nicht. Beastgal kriegst du nicht. Also nicht so. Nicht so, wie du glaubst. Der droppt den nicht. Beastgal gibt's nicht. Kriegst nur Meteor B-Drache. So, hoffentlich gibt's Donnermons. Please, give the Donner. Und du gibst mir jetzt gleich eine Electric Snake, mindestens. Oh, Bolt Escargot. Sacré bleu. Noch irgendwas? I guess not. Let us proceed in the direction of forward. Warte mal, habe ich jetzt Donnerdrachen eigentlich vom Ocean Mage bekommen? Oder eher nicht so? I do not remember. Warum habe ich Griggle im Deck? Achso, ja klar. Ich weiß, warum ich Griggle im Deck habe. Oh Gott. 2100 ist leider echt scheiße. Ein Horn of Light ist jetzt auch nicht gerade die beste Equip. Oh Gott, er startet noch mit so einem Ding. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da liegt eine Mauer, aber wahrscheinlich. Das kann sein. PS1 hatte einige Leute irgendwie mal Karten bekommen, weil sie den Memory Card Glitch Ding da gemacht haben. Keine Ahnung, wie der geht, aber es gibt auf jeden Fall einen. Richtig strange. Ah, Umi. Nee, warte, noch nicht. Wir machen noch keinen Umi. Kommen wir erst im nächsten Zug. Damit wir ein bisschen Power schon für den Anfang haben. Oh boy. Bitte nicht. Okay, wir machen ein bisschen mehr Power vielleicht. Umi, immer richtiges Spiel. Exakt. Ich spiele jetzt den noch und dann mache ich im nächsten Zug Umi. Dann sollten wir safe sein. Okay, never mind. Glitches würde ich ja nie nutzen. Ach. Ausrede. Oh Gott. Ja. Dann so. Ich fürchte, da kommen gleich die Schwerter auf uns zu. Oh mein Gott, runter auf Shadow Ghoul. Holy.
Man kann den fusionieren, ja. Das geht. Du musst einen Summon Skull, den musst du selber erstmal fusionieren. Und das dann zusätzlich mit einem Rotauge, das geht. Und Zeit zu verlieren. Okay, Wasteland, never mind, alles gut. Ah, Mysti, da ist sie doch. Alle mal Mysti. Alle mögen Mysti. Die neue Serie. So, Electric Snake, jetzt. Blast Juggler. Wow. Mysti und das Haus der Karten. Wicked Dragon. Wow. Scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile schon... Ich tu mal auf 20. Wird schon passen. Komm. Du komm. Bist du übermorgen? Das weiß ich nicht. Übermorgen? Am Dienstag? Keine Ahnung. Morgen sehe ich mich eher, aber Dienstag? Schwierig. Oh, er startet Zoa. Das ist nicht viel. Das ist auch nicht gut. Warte. Zack, zack. So. Ja, ich weiß. B-Dragon. Buff. Kann sein, dass ich hier verliere. Ich hoffe ja nicht. Ansonsten Erinnerung da noch, dass es den, oh Gott, Discord-Server gibt. Da werdet ihr auf jeden Fall angepingt. Den entsprechenden Rollen, wenn ich live gehe. Das ist nicht so gut. Das würde ich gerne fühlen, aber das fühle ich nicht. Fühle ich leider so gar nicht. Nicht DC, Discord. DC. Wobei das vielleicht besser wäre, anstelle Discord auszuschreiben. Ja, genau. Gizoid hat es verstanden. Was zum Geier war das? Aber hier ist Mysti. Let's go. Komm, jetzt gib mir noch einen Drachen. Davon habe ich viele. Ich weiß besser, hätte der mich eben gekillt. Das wird kein PB, das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht mit 3 Donnermonstern. Das ist zu wenig. Aber da ist endlich mal eins. Ich werde wahnsinnig. Die Eingaben viel zu langsam. Und auf die Kuri-Box, so sehe ich das gerne. Mein Gott, war das langsam. Nein, ich möchte, dass mein Monitor nicht ausgeht, bitte. Yes. Guten Hunger, Gizoid. Ich sollte wieder umsteigen auf komplett Thunderless DHGD. Jetzt habe ich die ganzen Pflanzendrösel noch drin. Komm. Soll passieren. Komm, First Turn nochmal. Dings, na? Wie heißt? Genau. Nochmal Sogen. Topdeck.
Maybe. Oh, Saltstalker, okay. Ach, das reicht nicht, scheiße. Ich müsste jetzt ein Donnermonster ziehen, dann ging es noch. Oder muss ich? Nicht unbedingt. Ach, nevermind, hab's gezogen. Leider ein B. Ich hatte zwar 28 Karten im Deck, aber zu viel gemacht, dass er auf ein B geht. Oh mein Gott, kann er bitte... So, dann schmeiße ich zwei von denen raus. Los geht's. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Komm, schmeißen wir das alles weg. Ich hab ja 3 Megamorph. Was soll ich da mit dem. Mit der Billow equip? Machst du nix? Seyario Start. Judgment Start. Oh boy. Wow. Mit allem habe ich gerechnet. Damit nicht. Ich hab dann auch einen richtigen Schutzstern gelegt, nicht den Mond, da hätte ich jetzt Probleme. Fantastisch. Nee, wir machen es so. Wow, extremer Easy Mode auf Kipura. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Ist stark. Oh, natürlich. Hm. Tja. Ups, ist er weg. Komm, liegt eine Falle. Genau, du Sau. Tatsächlich auch noch eine Falle. Ich glaube, ich gehe. Let's go. Er hat keine Reverse Trap, oder? Hat er nicht. Hat er mit Sicherheit nicht. Was ich hier mache. Hm, oh, doch noch rauf auf Wall Shadow. Ah, Invisible Wire. Hätte ich doch den Jungle King machen müssen. Mist. Spielfehler von mir. Spielfehler von mir. Das ist die dritte Megamorph. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück und wir kriegen das hin. Also es könnte eine PB werden, aber die wird extrem knapp. Und so richtig dann glauben kann ich das nicht mit so wenig Donnermonstern. Ich werde eins eben kaufen. Ich habe bestimmt genug. Ja klar. Bitte keine Viewerzahlen hier reinposten. Hi Robert, na? Alles gut? ...3000 Viewer! Jetzt haltet doch den Sabbel! Mann!
So. Krank. Ah, oh, seid ihr bescheuert. Mal gucken. Ah, es wird... Uff. Ja, komm, alles weg damit. Das fängt schon nicht gut an. Oh, Junge. Na gut, dann halt so. Ja, Mars ist gut. Let's go. Ja, hallo an alle Neuen. Na? Ich hoffe, ihr seid amüsiert. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit dem Amüsieren. Komm, wir machen es zu Omi. Passt schon. Kann ich ein bisschen nachziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Run aber noch so weit geht. Aber gut, wenn du 3 Megamorph hast, eigentlich sollte das nicht verwundern. Okay, Megamorph. Nächstes Jahr gibt's Duelist of the Roses, habe ich gehört. Nun, unter dem massiven Druck nun einiger Leute, die öfter mal danach gefragt haben. Und je nachdem, wie viel Geld die Leute bereit sind, mir dabei zu geben, oder dafür, schätze ich, wird es passieren. Also besteht eine Möglichkeit, dass nächstes Jahr Duelist of the Roses drankommt. Ihr Säcke. Ich will eigentlich aufstehen, aber ich sollte nicht. Die Blase. Sie drückt. Kein Donnermonster. Nur 4 Donnermonster. Als Speedrun oder Let's Play? Als normaler Run. Oh Gott. Endlich kannst du dann dein Lieblingsspiel spielen. Du hast gar keine Ahnung. Was du jetzt schon sagst, ist sein mein Lieblingsspiel. Das ist eine sehr... sehr starke Behauptung. Gut, er rennt rein, ein Glück. Hey, es ist die große Motte. Sie ist weg. Pog. Ah, das ist nicht so Pog. Mach mal weg hier. Oh mein Gott, ich habe hier eine Yamatano-Drachenrolle. Du wirst nicht drüber kommen. Safe nicht. Niemals. Scheiße. Er kommt drüber. Komm, gib mir Time Wizard. Das ist besser. Hey, erinnert ihr euch noch an den ersten Run, wo er Millennium Golem gestartet hat? Das war ja vielleicht verrückt. Holy. Komm, jetzt spiel die Motte und mach mich kaputt. Mit dem seltsamen Spielbrett. Ja, es ist exakt genau das, Dante. Oder Johnny. Nenn ich Johnny. Johnny ist cool. Dante ist schon für jemand anders reserviert. Sorry. Ja, komm, mach noch mal so einen dicken. Aber wie gesagt, ich habe schon reingehört und es hat gute Musik, also... ist der Teil zumindest schon mal gut. Oh Gott, es könnte gleich bei Final 7 echt knapp sein. Spielst du noch für Spiele? Ab und zu so ein paar... oh Gott, schwierig. Ich spiele eigentlich nicht mehr so viel. Habe ich gar nicht die Zeit für. Das Pokémon Trading Card Game speedrunne ich aber. Oder habe ich meine Zeit lang gespeedrunnt? Jetzt letzte Woche habe ich das gemacht. Mal wieder nach langer Zeit aufgenommen. Was ich sonst aktuell spiele? Schwierig. Pokémon spiele ich generell immer sehr gerne. Gerade auch was Randomizer angeht. Aber was spiele ich noch? Komm, weißt du was? Das ist der Try jetzt. Ich will gar nicht lange zögern.
Gehen wir rein. Einfach rein. Einfach rein in die Scheiße. Ich mach noch ein paar Field Spells rein. Ich glaube, die brauche ich. Ja, now or never. Heißt, wenn ich jetzt verliere, ist alles vorbei. Ich habe natürlich nichts gekriegt. So, wo sind meine Feldspiele? Da, Mountain. Nehme ich ein paar von denen noch wieder raus. So, Umi und nicht Wasteland. Ach, bist du denn vollkommen von Sinn? Never forget, son. Losing is... Losing is was? Nein, muss ich echt Umi starten? Scheiße. Dad! Dad! Was ist was? Na, natürlich startet der mit Twin-Headed Bitch, son. Scheiße. Okay, ich glaube, wir haben es verkackt. Es tut mir leid. Es tut mir leid an alle Menschen da draußen, die ich dadurch enttäuscht habe. Und dieses Meme nicht weiter fortsetzen. Ah. I'm sorry, guys, but we lost. Das ist das Problem, wenn man nur vier Donner im Deck... Oh, das... okay, we still living. We still living. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt einen Donner-Top decke. Nee, stimmt. Wie er hätte man jetzt noch gewinnen können, ganz klar. Scheiße. Donner. Fuck, der gibt mir echt noch Donner. Was ist hier los? Jetzt gewinne ich ja auch noch. Also wie gesagt, wenn der... Ne? First try, final 7. First try, final 7. Dann könnte ich jetzt noch PB'en. Aber sobald ich jetzt verliere, ist alles verloren. Alles. Ich will doch nur aufs Klo. Schon. Es ist echt unangenehm. Und ich darf mich jetzt nicht anders bewegen. Yo, Nate, how's it going? Dude. Cannot imagine what happened today. What am I doing? Dude. No cap. First run of the day. First A-Tag of the day. I get... two Bright Castle. I get... we just do this. I get two Megamorph and a Crush card. From Peggy. Imagine that. And I still lost. I was about to sub 130. And I lost to Nightmare. Because I didn't draw. No, that was heartbreaking. Ooh, nice. I got Thunder Dragon. Den nehme ich. Let's go. Go on ahead. Und jetzt das Labyrinth verkacken. Yes, let's do the final 8. How about no? Hoo-wee. Es geht los, Chat. Final attempt. Final attempt to do something today. Where's my Thunder D? Let's get Mushroom Man out of the way. So, komm, starte Umi. Ah, shit. Hä? Seit wann habe ich den Queen of Autumn Leaves? Was ist denn da kaputt? Was ist denn da passiert? Du hast heute fast 30 Subs bekommen. Ich verstehe auch nicht, warum Leute mir so viel Geld geben. I do not understand. Holly einfach mit dem 20er Sub. Ist viel zu krass. Ja, Metal Sauer, okay. Ah, frick. Come on, run into it. Läuft schon wieder richtig scheiße. Wow. Machine Factory. Goodbye. Ich behalte den Thunder Dragon noch. Ne? Sollte noch irgendwas Dummes schief laufen. Komm jetzt. Attacka. 16 Minuten noch. Ich glaube, das werde ich nicht PB'en. Nicht, wenn es so weiterläuft. Scheiße.
Launcher Spider. Is that a Launcher Spider? Mit Sicherheit. Hat er irgendwas Dramatisches verpasst? Nee, diesmal nicht. Nö, nö. Dramatische kommt jetzt. Spielt er einfach Launcher Spider. Der ist richtig im Arsch, der Typ. Oh, Junge. Zoa. Wow. Let's play Umi. Umi, always right play. Nicht mit der Einstellung. Ja, Mann. Dann spiel halt wieder Launcher Spider. Ist ja mir doch egal. Positiv bleiben. Ich versuch's wirklich. I'm doing my best. Okay, kein Zoa. Scheiße. So, jetzt möchte ich bitte den Kampf starten mit Twin-Headed und Megamorph. Let's see what you got. Uncle Jim. Why do we call him Uncle Jim, by the way? I don't know. There we go. Ich denke, wir sind schon bei 6. Das ist gut. Alles, was unseren Schnitt verbessert. Ja, guck mal. Warte. Nicht dumm sein. So. Nicht dumm sein. Time to not be stupid. War da nicht noch eine zweite Donnerkarte? Nein, du hast dich verguckt. Safe war da keine. Unsinn. Da war legitimer THTD. Du meinst, was ich gerade hier hatte. Hier, das. So. Nein, nein, da war keine zweite Donnerkarte. Nee, nee. Kann nicht. Ich habe niemand dafür richtig SA-Powered, damit der da rauskommt. Also zweimal Thunderdrake. Ach so, den meinst du, den legit? Ja, das ist richtig. Gebe ich dir recht. Nee, komm, ich spiel den. Mathe, Mann. Ich habe Angst vor Mathe. Eigentlich hätte ich nur irgendwas spielen sollen. Time Loss. Aber hey, das ist ein actual SA-Power. Give me Zoa. Give me Zoa or give me Death. Lord of the Lamp, Poggers! Weiter geht's. Ushioni, that's weird. Durgenseeker. Weißt du was? Weißt du was? Get in here. Aber Mountain geht bitte raus. So, und jetzt will ich sehen, dass da wirklich kein Thunder war. Nee, da war kein weiterer Thunder. Das ist, ne, siehste. Chat wieder am Lügen. Chat wieder richtig am Lügen. Übrigens 3 Umi. So. Ja, Poggers. Guck mal. Warum nicht jedes Mal bei Haishin so? Da sitzen 3 Umis am Strand. Machen die. Fertig, Genossen. Ja, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch ich bin sehr überrascht mit dem, was hier gerade passiert. Ich war gerade kurz am Überlegen. SA-Pau? Kriege ich aber leider nicht hin. Ich muss schon die Oberhand behalten. Aber das könnte ein guter 3-Turn-High-Shin werden. Oh, Boys. Boys and Girls. Wenn das so weitergeht, ist PB nicht mehr weit entfernt. Oh nein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber, ne, wollen wir uns nicht zu früh freuen. Wir wissen, was heute schon alles passiert ist. Ah, der hätte mich jetzt gekillt. Hast sogar B-Skull. Ja, wäre kein SA-Pau geworden. Und passiert das schon. Es wird kein PB. Wird es nicht. Da brauche ich nichts jinxen. Aber was ich auf jeden Fall tun sollte, ist 2 Umi raus. Ja, 2 Umi schmeiß ich raus für DCJ.
Wobei ich mich nicht manchmal frage, ob es nicht wirklich Sinn macht, Umi drin zu lassen. Wobei wir drei Megamorph haben, eigentlich ist das doof. Nee, das ist zu langsam. Also, haben wir hier noch was gekriegt? B-Dragon Jungle King, ja bitte. Tun wir den. Wo ist der Wicked Dragon? Schmeiß mal den raus. Okay, los geht's. 10 Minuten noch. 10 Minuten für 3 Duelle, also das sollte gehen. Kommt mein Hintern. Fast gut. Almost. Alright, Blue Eyes Ultimate Start. Here we go. It's Sun. Yeah, there we go. Yeah, yep, yep. Yep, Ultimate. Ah, yep, DCJ. Nice. Please no second. Please no second Ultimate. Yes. Gate Guardian. Guys, we did it. Guys, we did it. It's all right. Ladies and gentlemen, we got him. Poof. Warum geht dieser Run noch so weit? Hallo? Hör mal bitte auf damit. Oh Gott. Oh boy. Umi, weg damit. Umi wäre eigentlich auch ein cooler Play jetzt, aber jetzt will ich schon ein bisschen Speed. Also ein bisschen, ja. Komm, das ist jetzt Beastgard Dragon. Danke, genau. Ist der bessere, aber der langsamere Play? Ja, jetzt werde ich gepunished. Pass auf. Nee, jetzt können wir uns langsame Plays nicht mehr leisten, leider. Wir drücken W. Wir drücken W. So, mit Sicherheit ist das... Ah, wir haben jetzt eh gewonnen. Schwalvedo. Genau. Schwalvedo. Wie ist reden? How do you talk? Okay, wir haben noch 7 Minuten. Ah, fast 7. Duelle müssen jetzt sitzen. Die müssen jetzt sitzen, dann können wir PB'en. Hold it right there. Einfach A meschen. Sag ich schon. X. Nee, ist Spiele an meinem Original PS1-Controller. Da gibt es nur X, Kreis, Dreieck und Viereck. Auch super Bezeichnungen für die Controller, natürlich. Ja. Seht ihr? Original PS1. Leute, drückt alle mal X in Chat. X in Chat. Bonuspunkte, wenn ihr Caps Lock X benutzt. Na, come on, let's play. Nochmal B-Dragon Jungle King. Wow. Nehme ich. Na, guck mal, so will ich das doch sehen. Okay, machen wir weiter. Und, oh boy, schwierig. Schwierig, einen schmeiß ich weg. Oh, das ist schwierig. Bitte, dann starte wenigstens bitte Meteor B-Drache. Scheiße, tut er nicht. Oh, ich starte, Summon Skull. Ja gut, dann ein Donnermonster. Yes, ja, gewonnen. Man war doch ganz locker. Nie was passiert. Nie was passiert. Jetzt schnell. Be fast. It is time to be fast. Ah, könnte. Könnte, muss aber nicht. Oh, Sonne. Sayario, okay.
sich an sehr gut. Liegt denn da? Crimson Sunbird, wow. Das ist ein bisschen unheimlich, Leute. Ich will ja nichts sagen, aber... Oh boy. One more game. Curse of Dragon, nehme ich. Da waren sogar zwei. Ugh, dang it. There were two Curse Offs. Never mind. We go fast. It is time to now go fast. Damn it. That is not fast. I'm gonna keep one. I'm gonna keep... Wait. Let's do this. That was slow. Legit twin-headed. Let's go. Time to get dunked on by ultimate. 20%. Let's go. Oh, it's moth. Cool. Cool. Oh, we get dark hole. Yeah, let's do that. Let's dark hole. Right, game. It's time to shine. What do we get? It's Cosmo Queen. Sweet. Take it. Ah, die kleinen Drachen sollte ich vielleicht noch wegschmeißen dann beim nächsten Mal. Pluto ist okay. Let's go. Boss Champ. Alright, another Cosmo Queen. Do I? No, I don't. I'm not gonna make a big Komori Dragon. I'm not gonna do that. Jetzt nicht. Will mein Megamorph nicht verlieren. Sollte schon gut angelegt werden. Another Cosmo Queen. That's the third one. Oh boy, let's do this. Wait, that's not lethal yet, is it? But if ultimate comes, I'm dead. Ah, dang it. Probably not the best play. I will take it anyway. Need to do big damage to be fast. Be fast, big damage. If it's ultimate, I'm dead. Alright, we did it. And that's exact lethal. Ay, ich fass es nicht. Yo, we did it. Guys, we did it. We actually PB'd today. Actually did it. Ich kann's nicht glauben. How did we do that? Tatsächlicher PB. Mit voller Blase. Ja, jetzt kann ich... jetzt.